Yo. World of Tanks an einem Sonntag, meine Damen und Herren. Tun wir uns das an. Schauen wir mal, wie viele ignorante Bot-Computerprogramme hier wieder unterwegs sind. Das Dilemma eines jeden Scoutfahrers ist ja, du spottest, aber keiner schießt. Spiel fängt an, wir gucken mal. Ich schreibe noch in Caps Lock, Aim, I spot. Mal gucken, ob irgendeiner zugehört hat und mitmacht. Es ist jetzt essentiell, dass man vernünftig auf meine Ziele schießt. Ah, da oben ist schon einer. Ja, 0,0 Spot Damage. Ich spotte hier wieder umsonst, oder wie? Gucken wir mal. Das ist ja alles riskant, was ich hier mache, ne? Die pingen alle hier hin, alles klar. Oh, schauen wir mal, was hier los ist. Aha. Okay, jetzt bin ich doch plötzlich auf. Okay. Ja, seltsam. Fährt ja auch keiner mit, ne? Also die bleiben alle stehen, ne? Selbst wenn ich jetzt da vorne irgendwo spotte oder so, dann ist ja keiner, der mitschießen könnte. Meine ich doch. Und jetzt guckt ihr das an, ne? Für was habe ich jetzt hier meinen Scout riskiert? Für nichts. Es ist niemand da zum Schießen, ne? Hier sind jetzt drei Panzer aufgegangen. Und für billige 400 Spot Damage bin ich jetzt draufgegangen, ne? Weil Schlüsselposition rechts weder besetzt ist, noch vernünftig abgeaimt wird. Von niemandem. Ja. Und das ist ganz schlecht auf dieser Map hier. Naja, ab in die nächste Runde. Es kommt halt keiner auf die Idee, mal irgendwo die Lücken zu besetzen, beziehungsweise auch mal dem Scout ein bisschen hinterher zu fahren, damit man auch mal auf was schießen kann. Ne? Und bringt halt nichts, wenn ich hier Spot liefere und niemand ist eingeaimt. Da gehe ich einfach sinnlos drauf. Und natürlich wurde ich auch sofort geammo-racked und dann beim nächsten Schuss, ne, in die Luft gesprengt. Ganz klare Sache.
kommt noch oben drauf, dass RNG dich benachteiligt. Naja, schauen wir mal, ne? Auf der Map hast du eh nichts zu lachen als Scoutfahrer. Ich krieg die Kanone hier nicht runter, ne? Ja, so viel mal dazu, ne? Ja, läuft da mal wieder Dufte hier. Nö. Spotten bringt halt nichts. Guck mal, wie viel Panzer ich schon wieder gespottet habe, ohne dass irgendjemand was beschossen hat. Ja. Es ist so genial, Alter. Es ist so genial. Das Spotten für irgendwelche random Leute an einem Sonntag bringt halt nichts, ne? So, deswegen. Einfach mal für sich selber spielen, ne? Egoistisch sein, einfach mal safe sein, nicht hier rumfahren und Spots liefern, überall gehen Dinger auf. Wir haben ja auch zwei Artis, ne? Naja. Gut, an einem Sonntag, ne? Ich hab's ja direkt am Anfang angekündigt. Ja. Es bringt halt nichts, ne? Der AMX geht da auf, mehrere Panzer gehen hinter dem auf, dann gehen da nochmal, da waren jetzt 5, 6, 7 Ziele auf gleichzeitig. Hat halt nur niemanden interessiert, ne? Einfach mal egoistisch spielen und dann passt das. Einfach mal egoistisch spielen und dann passt das auch. Und dann auch auf so einer Map, weißt du, überall Schlachtergassen und Kreuzfeuer. Wenn du da irgendwo versuchst, aktiv zu spotten, gehst du sofort drauf. Was ja überhaupt keine Ausweichmöglichkeit auf solchen Maps. Ja. Naja. Oh, die ELC-Runde haben wir sogar gewonnen. Auf der Map, ich sag's jetzt schon mal, ist die Mitte sehr, sehr wichtig. Mal gucken, ja, unser Scout fährt schon mal außen. Die Mitte ist nicht gespottet. Das heißt, der Gegner kann da jetzt jederzeit durchfahren. Womöglich. Ah. Unser ELC ist AFK. Ja, unser ELC-Scout ist AFK. Mitte ist nicht besetzt und ich sag's euch jetzt schon mal, wir werden, wenn alles schief läuft, über die Mitte das Spiel verlieren.
Habe ich von erster Sekunde an angedeutet. Genau das wird jetzt gleich passieren. Die komplette Mitte steht offen. Hier, die Arti muss da weg. Unsere Bitchat-Arti steht falsch. Ja, da fährt auch schon in der Mitte einer durch. Wie schon angekündigt. Und wie vorausgesagt ist unsere Badget-Arty draufgegangen, weil sie sich geweigert hat, wegzufahren. Und wie vorausgesagt werden wir über die Mitte das Spiel verlieren, ne? Ja, alles, was wir machen können, ist hier durchmarschieren, aber trotzdem ist die Mitte nicht unter Kontrolle, ne? Hier, unser Skoda möchte nicht die Mitte deffen. Die schnellen Panzer reagieren auch nicht auf die Minimap. Ich kann jetzt nicht mal eben rüber auf die andere Seite. Das müssen die schnellen Panzer machen. Ja, wir hatten halt eine komplett verblödete Badget-Arty, die sich geweigert hat, die Position zu verändern, ne? Jetzt bräuchten wir hier auch Spot. Ja, fahr nicht ins Kreuzfeuer, Mann. Die spotten uns, da kriegst du Sideshots. Ja, bitteschön, sag ich doch. Ja, das war's mit dem E3, ne? Der ist jetzt aufs offene Feld. Jetzt kassiert er die ganzen Treffer und dann ist er tot. Dann stehe ich hier. Ah, und so schnell geht das, wenn man zu blöd ist, ne? Naja, das war's dann hier auch mit mir und der Seite. Jetzt fährt der hier sterben. Ja, da rausfahren ist halt absolut tödlich. Ja, das ist der Nächste, der jetzt stirbt. Wenn er jetzt da noch ein paar Meter fährt, dann war's das mit dem. Ah, und schon kassiert er, ne? Die hören ja auch nicht, ja, bitteschön. Jetzt verliert er seine gesamten HP, weil er da auf dem offenen Feld rumsteht, ja. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Und der nächste, der dieselben Fehler macht. Ja. Überleg mal, wie viel Panzer wir jetzt da verloren haben, weil sie da überall aufs offene Feld rausgefahren sind. Krank, krank. Und das jetzt mit einem langsamen, turmlosen TD, ja, T95er. Deswegen fahre ich die Dinger auch nicht mehr. Die Mitspieler sind so blöd, Alter, die kriegen ja nichts geschissen, Alter. Guck dir das doch mal an. Wie viel HP und Panzer wir jetzt da verloren haben, weil die da einfach ins Kreuzfeuer rausgefahren sind. Absolut schlecht gespielt. Absolut schlecht. Ja, das war's dann mit der Runde, ne? Jetzt stehe ich hier und habe keine Mitspieler mehr. Tja.
Wir haben die Mitte verloren. Wir haben die andere Seite verloren. Wir haben so viel sinnlos Panzer verloren. So sieht es nämlich aus. Deswegen fahre ich keinen T95er oder Jagdpanzer E100, ne? Das passiert, wenn du solche Dinger fährst. Die Mitspieler sind zu blöd, schmeißen sich alle weg und dann stehst du da. Und dann kannst du gucken, wo du bleibst. Wie viel Sinnlosigkeit kann man an den Tag legen, ey? Einfach ins Kreuzfeuer mit den ganzen Panzern. Ja, 0, 0. So, Badget Arty war zu blöd, seine Position zu verändern, ist da stehen geblieben in der Mitte. Ja, unser Rheinmetall hat nichts gerissen. Spot Damage absolut grausam. Tja, Freunde. Oh, drei Gefechte, zwei Siege. Ändern wir mal ganz schnell wieder die Panzer, weil mit den Dingern kann man ja komplett knicken. Mit den Dingern kann man komplett knicken. Ja, ist eine schöne Map, aber auch schwierig ein bisschen. So, wer ist schneller? EBR oder das Flugzeug? Ja, und so schnell stirbt man, ne, wenn man hier unvorsichtig spielt. Das geht ruckzuck. Wir haben auch zu wenig Panzer auf der Seite hier. Aber wir werden hier überrollt. Es ist niemand hier, um zu helfen. Sind absolut in in Unterzahl hier. Sitzen noch nicht mal mehr die Schüsse. Ich sag ja, wir sind hier komplett Unterzahl. Arti ist schon wieder zu blöd wegzufahren, ne? Das ist eine Badget, Arti. Der müsste eigentlich schon längst weg sein. Was ist denn los mit euch, Arti-Fahrern, Alter? Warum immer wieder zu blöd? Ja. Ja, und schon wieder eine Arti verloren, ey. Ja, wenn die Arti-Fahrer so dumm sind und nicht wegfahren, Alter, dann kannst du den Leuten auch nicht helfen, ne?
Plus unser Team reagiert schon wieder überhaupt nicht, dass wir Wastev brauchen. Das juckt die überhaupt nicht. Mega toll. Beide Artis verloren, kein Base Dev. Ganz normaler Sonntag in World of Tanks, wo die Bots schon wieder das Spiel verkacken. Absolut schlechtes Gameplay. Die eine Seite war von Anfang an einfach unterbesetzt. Beide Arti-Fahrer waren wieder zu blöd, ihre Position zu verändern. Speziell die Batchet-Arti hätte schon längst wegfahren müssen. Also, es ist einfach nur schlecht. Und das ganze Team ist mal wieder auf eine Flanke und hat die andere Flanke im Stich gelassen. Oh, haushohe Niederlage. Einfach sinnlos, Alter. Einfach sinnlos. Kommt davon, wenn 12 Leute auf eine Flanke fahren und nur 3 Leute Base defen, ne? Dann kommt halt nichts Gutes bei raus, ne? Ja, da hinten wartet wahrscheinlich irgend so ein FV oder so auf mich, oder? Ja, jetzt kommen die Low Rolls raus, wa? Oh, habe ich schon mal zwei Artis erledigt. So viel mal dazu. Oh, Base Dev will immer noch keiner, ne? Die können uns jetzt wegcappen, wenn da jetzt keiner zurückfährt, ne? Guck mal, ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe beide Artis vom Gegner rausgenommen, sodass unsere Heavies und TDs nicht mehr beschossen werden können von den Artis. Und ich habe hier jede Menge Spots geliefert auf der Wasserseite auch noch. Und die andere Seite habe ich auch gespottet. Also, wenn die das jetzt verkacken, also, was soll ich hier sagen, ne? Lol. Was wird das jetzt? Wird irgendwie doch ein Sieg, oder? Ich habe, wie gesagt, ich habe geguckt, was man machen kann, habe das Beste draus gemacht, habe die zwei Artis rausgenommen, den Leopard beschossen und gespottet. Ja, haben wir dann doch noch gewonnen. Naja. Schauen wir mal die Ergebnisse. Ja, ich hatte keine Hoffnung, irgendwie, dass ich heute Spiele gewinne. Aber irgendwie
kriege ich es irgendwie hin, doch noch zu gewinnen. Ja, guck dir das doch mal an hier, ne? Progetto, 10er Autoloader, 0 Damage. AMX, 10er Autoloader, 0 Damage. Arty mal wieder, beide zu blöd wegzufahren. Also, diese Arty-Fahrer, die ich kriege, ne, das sind nur noch Bots, Alter. Guck dir das an. Ich krieg nur noch Bot-Arty-Fahrer. Immer die, die nix können, Alter. Habt ihr gesehen, wie die Arty-Fahrer des Gegners mich bekämpft haben zu zweit? Junge, von sowas kannst du träumen in deinem eigenen Team. Somit haben wir 4 Gefechte, 3 Siege, also mehr als ich jemals erwartet hätte für einen Sonntag. Naja. Also, wir sehen uns auf Twitch. Auf Twitch heiße ich Akku Power Twitch. Akku Power Twitch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Facebook, Instagram und so weiter auch. Bis dann. Tschüss.